Herzlich willkommen, hier sind wir wieder, Stefan und ich, und wir haben ein neues Thema für dich, und zwar Sparring im Wing Chun. Wie sparst du im Wing Chun? Also es gibt verschiedene Arten von Sparring. Es gibt auch im Wing Chun natürlich verschiedene Arten von Sparring. Eine Sache möchte ich gleich am Anfang sagen, und zwar das bedingte Sparring. Bedingtes Sparring zähle ich jetzt nicht ganz unter Sparring, aber trotzdem, dass du es weißt. So, bedingtes Sparring ist das. Es gibt eine Abfolge von Bewegungen. Das heißt, keine Ahnung, Stefan steht links vorne, gibt mir seine linke, ja, und kommt im Jab rein und versucht das Ding. Es gibt immer nur diesen einen Angriff, das ist das bedingte Sparring, und ich versuche hier mit Distanzen zu spielen, mit Gegenangriffen zu spielen, mit Kicks zu spielen, mit allem Möglichen. Das heißt, es gibt einen vorgegebenen Angriff, den du versuchst abzuwehren, auszuspielen, mit Distanzen zu arbeiten. Okay, bedingtes Sparring haben wir abgehakt. Jetzt gibt es noch drei weitere Sparringsarten. Die erste Art des Sparrings ist das normale Sparring, sage ich jetzt mal. Das heißt, du bist auf den Distanzen 0, 1 und 2, vielleicht noch 3 unterwegs. 0 ist die Distanz, wo du niemanden treffen kannst. Gehen wir vielleicht einen ganz kleinen Schritt, genau. Das heißt, zu weit für Kicks und natürlich zu weit für Arme. Die erste Distanz ist die Kickdistanz, zweite Distanz ist die Schlagdistanz und die dritte, da auch daran kann das gehen, ist die Ellbogen- und Kniedistanz. Okay? Und in dieser Distanz fängst du einfach an zu spielen. Du hast deine Programme, okay? Hast die Arme oben und steigst ein. Genau, genau, bist hier drin. Hast deine Schläge, die rausgehen. Frontkicks, die rein. Ja, ja, ja. Genau. Genau. Okay? Und das wäre das Spiel in der ersten, zweiten Distanz. Okay? Lockeres, leichtes Ansparren. Natürlich empfehle ich dir immer, Skimannschoner anzuziehen, Boxhandschuhe anzuziehen und den Kontakt trotzdem sehr, sehr leicht zu haben, einfach um den Gegner oder deinen Partner nicht zu verletzen. Die zweite Art des Sparring sieht so aus. Im Wing Chun hast du das taktile Intelligenztraining, das Chi-Sau-Training. Das heißt, du hast Kontakt, ich erkläre dir kurz, worum es geht, fühlst, egal was der andere tut, kannst du die Angriffe erfüllen und kannst darauf maßgeschneidert reagieren. Okay? Die Idee ist klar, das Ding kennst du wahrscheinlich, wenn du Wing Chun schon mal gesehen oder gemacht hast. Und jetzt benutzt du die erste Art des Sparrings und lässt dieses Chi-Sau mit einfließen. Das heißt, du startest immer in der Nulldistanz, gehst rein über die erste in die zweite und dann versuchst du hier möglichst eng mit deinem Chi-Sau zu arbeiten. Gehst immer wieder raus, hast deine Kicks mit drin. Sehr schön. Chak, chak. Okay, das unterscheidet sich von der ersten Variante, dass du halt sehr, sehr viel im Nahkampf arbeitest. Daraus und versuchst daraus deine Angriffe zu ziehen. Genau, mit Ellbogen zu arbeiten, mit den Distanzen zu spielen. Okay, das wäre die zweite Art des Sparrings. Sehr, sehr schön, macht sehr viel Spaß. Und jetzt zeige ich dir noch die dritte Art des Sparrings in der Selbstverteidigung. Haben wir schon mal gehabt, das Thema in der Selbstverteidigung ist immer wichtig, den Kampf möglichst schnell zu beenden. Es geht also nie darum, dass du über mehrere Runden gehst, 12 Runden, 2 Minuten, 3 Minuten. Ist gar nicht unser Thema. Es ist gar nicht unser Interesse, das so zu machen. Wir sind keine Sportler, wir sind Kampfkünstler und wir machen eine Selbstverteidigung. Wir machen eine Kampfkunst, das Wing Chun. Also ist unsere Zielsetzung eine ganz, ganz andere. Unsere Zielsetzung ist, den Gegner möglichst schnell auszuschalten. Und da zählt, wenn der Kampf länger als 5 bis 7 Sekunden dauert, dann lauf weg, weil dann hast du nämlich einen Gegner vor dir, den du nicht so leicht besiegst. Wenn du es nach den Konzepten machst, das Wing Chun, okay? Wenn du natürlich jetzt 7 Minuten da rumstehst und dieses Geben und Nehmen Spiel machen, dann kann das natürlich ewig dauern. Aber du hast eine andere Idee und deswegen arbeitest du auch anders. Wenn du dann mit dieser Arbeit innerhalb von 5 bis 7 Sekunden merkst, okay, ich kann keinen Stich landen, falscher Gegner, raus da, okay? So, dritte Art des Sparrings sieht so aus. Und da geht es genau um dieses Thema. Es geht wieder um Distanzen, okay? Du hast einen Angreifer und statt jetzt in dieses Geben und Nehmen zu gehen, ja, versuchst du jedes Mal, wenn du einen Kontakt hast, das als Brücke zu sehen und sofort in die Exekution reinzugehen. Ich sage mal Exekution, okay? Das heißt, du versuchst sofort das Ding zu nehmen, um ja, ihn zu finishen, okay? Könnte so aussehen. Das heißt, der Schlag kommt, bist hier drin, guckst, dass du deine Schläge setzt und vielleicht eins weiter gehst. Du könntest vielleicht hier mit Kicks einsteigen. Okay? Und könntest da was tun. Du kannst möglichst viele Sachen machen, ja? Vielleicht nochmal genau. Der dritte ins Kniegelenk. Es gibt unheimlich viel, was du tun kannst, um den anderen zu überwältigen und dann deine Technik zum Abschluss zu bringen. Okay? So viel dazu. Unsere drei Arten des Sparrings. Na gut, plus den bedingten Sparring sind es 4. Sehr gute Bereicherung fürs Training und macht unheimlich viel Spaß. Passt auf euch auf, verletzt euch nicht, aber habt Spaß. Also bis zum nächsten Video. Macht's gut.
Thank you.